Immer mehr Schulen in Österreich führen eine fixe Kleidervorschrift ein. Die Leggings, Hosen, Hotpants, Ausschnitt- und bauchfreie Tops sind damit verboten. Wir wollten jetzt von den Österreichern wissen, was sie dazu sagen. Also ich finde das eigentlich eher problematisch, weil natürlich jeder muss wissen, an welchen Orten man sich wie anzieht, also anziehen sollte. Halt zum Beispiel auch auf der Arbeit, man kann nicht alles anziehen, was man will, das ist klar. Aber ich finde, wenn Sachen verboten werden, finde ich es halt oft problematisch, weil es hauptsächlich eher die Mädchen betrifft als die Jungs. Das, finde ich, macht gar keinen Sinn so. Man soll Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich anzuziehen haben so. Klar, es gibt in der Gesellschaft grundsätzlich immer uns gesprochene Regeln so. Ich kann jetzt nicht komplett mit nur in Unterhose auf die Straße gehen. Dann schauen mich Leute komisch an so. Und klar, es gibt halt immer so unausgesprochene Regeln in der Gesellschaft. Und ich finde, daran kann man sich orientieren. Aber ich finde, das sollten keine Regeln sein, sondern es ist so ein, okay, was ist Menschenverstand? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Meiner Meinung nach sollte halt jeder sich so kleiden, wie er will, wie er sich wohlfühlt. Aber halt, man sollte schon schauen, weil Schule ist halt auch so wie ein Arbeitsplatz halt so ein, halt, man ist halt nicht daheim, man chillt halt nicht, deswegen hätte ich schon gesagt, man sollte da schon ein bisschen aufpassen. Ah, finde ich meiner Meinung nach ziemlich unnötig, weil ich weiß, wird immer gesagt, die Schule bereitet auf das Berufsleben vor, aber auch wenn es vorbereitet, darf man sich ja noch davor halt, genau dann sollte man sich das anzudürfen, wie man halt will, weil im Berufsleben kannst du meistens nicht mehr, je nachdem, wo man arbeitet, also soll es da noch gehen, weil Wien juckt vor allem Ausschnitt, Wien juckt es. Oft wird damit eben argumentiert, ja, dass man halt mit diesen Regeln auch sexuelle Grenzverletzungen unterbinden möchte. Aber ist das der richtige Weg? Nein. So sexuelle Übergriffe kommen nicht darauf an, was man anhat, sondern das sind halt die Täter oder Täterinnen, die das machen. Und das hat nichts damit zu tun, wer sich wie anzieht oder wer irgendwas macht. So, das ist halt einfach wirklich die Person, die Grenzüberschreitung tätigt, ist schuld. Punkt. Dieses männliche Lehrer könnten dadurch aufgeregt werden, ist halt einfach ein bisschen peinlich. Opfern zu sagen, dass sie sich halt anders anziehen sollten, ist halt nicht die Lösung. Leute dazu zu erziehen, das nicht zu machen, ist die Lösung. Wir verstecken halt das wahre Problem im System. Ja. Ich finde nicht, weil ich finde, vor allem in der Schule, wenn man das so thematisiert, dass es halt schlecht ist, eben wegen solchen Gründen, dass dann eben genau auch so junge Menschen schon so beginnen zu denken. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass eben Menschen so nicht mehr denken, dass man nicht wegen seiner Kleidung so gesehen werden sollte. Also meiner Meinung nach haben solche sexuelle Übergriffe gar nichts mit der Kleidung zu tun. Eine Schuluniform, wäre das unter anderem eine Lösung für das Problem? Absolut nicht. Also Lösung theoretisch, weil dann alle gleich halt Schuluniform anziehen, aber es bringt sich nichts. Die Individualität stirbt halt mit der Schuluniform. Will man die anziehen jeden Tag? Weiß ich nicht. Ich hatte eine Schule, die hat eine. Das fand ich ziemlich unangenehm, damit hinzuhatschen, aber ich verstehe irgendwo den Sinn einer Schuluniform, auch eben, weil sich nicht jeder dasselbe leisten kann, dass sich kleine, also jüngere Kinder nicht so die ganze Zeit vergleichen. Aber ich persönlich wäre jetzt nicht so glücklich mit einer Schuluniform, weil ich halt gerne das anziehen möchte, was mir gefällt. Kleidervorschrift per se, finde ich, hat irgendwo einen Sinn, weil man sagt, okay, Markenkleidung hat keinen Wert mehr, weil jeder trägt dasselbe. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, irgendwer trägt voll die teuren Sachen, irgendwer trägt nicht so teure Sachen, gibt es dadurch halt keinen Konflikt mehr, weil es ist so, jeder trägt dasselbe. Andererseits unterdrückt man halt die Individualität von den Leuten, was halt auch nicht gut ist und was Schule nicht sein sollte. Man sollte sich in der Schule ausleben können, man sollte in der Schule irgendwie sein können, wer man sein will und sich auch irgendwie finden können. Und da finde ich, ist auch Kleidung halt voll das coole Ding, um das auszudrücken. Meiner Meinung nicht, weil ich finde auch Kleidung hat so eine persönliche Sache. Also viele kleiden sich halt so, wie sie, also vom Charakter her halt aus. Und ich weiß das selber, ich hatte in meiner Schule, hatten wir auch Schulkleidung. Ich finde, also das kommt eh nicht durch, das kommt eh nicht zu 100% durch, weil nicht jeder macht das.